Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers hier zur Wochenanalyse für die Kalenderwoche 7 und zwar für die Handelstage vom 12.02. bis 16.02.2018. Ich möchte hier in dieser Analyse wieder auf das Big Picture schauen, also uns die größeren Zeiteinheiten anschauen, das, was ich am Wochenende für mich, für mein Trading auch immer mache, gucke, was ist natürlich in der vergangenen Woche passiert und da ist ja eine ganze Menge gerade in den Indizes passiert und was könnte dann jetzt hier das für die kommende Woche bedeuten? Ich schaue mir hier bestimmte Levels an, die für die Woche wichtig sein könnten, wo eben die Abwärtsseite vielleicht nach wie vor interessant ist, wo dann vielleicht die Aufwärtsseite wieder interessant ist und das natürlich in diversen Märkten. Wir werden auf den DAX schauen, auf den Dow Jones schauen, auf den S&P, auf den Euro-US-Dollar, auf den britischen Pfund, aufs Gold und auf die Ölsorten Brent und WTI. Wie gewohnt findet ihr unten in den Videobeschreibungen hier bei YouTube dann entsprechend die Märkte. Dahinter stehen dann Zeiten, wo ihr raufklicken könnt und dann würdet ihr in diesem Video direkt zu den entsprechenden Analysen gelangen. Also wer nicht das ganze Video sich anschauen möchte, nur einen bestimmten Markt dann entsprechend sich rausfiltern möchte, dann einfach mal unten in den Kommentaren schauen, in der Videobeschreibung schauen, da stehen dann die Märkte, da dann raufklicken und dann landet man direkt im Video an der bestimmten Stelle, wo ich dann über den Markt spreche. Wie gewohnt aber auch zuerst der Blick auf den Risikohinweis, schaut euch den bitte an, lest euch den bitte durch, ganz wichtig, all das, was ich hier sage, ist keine Empfehlung, das ist im Prinzip nur meine Ideen, meine Herangehensweisen oder meine Ideen zu meinen Herangehensweisen vom Trading. Also das bitte nicht als Empfehlung verstehen. Achtet darauf, dass ihr beim Trading, gerade im Daytrading, kurzfristigen Handel, hier mit Hebelprodukten definitiv mit Stops arbeitet, entsprechend die Positionsgrößen nicht zu hoch nehmt, gerade bei den starken Volatilitäten, wie wir sie gerade am Markt haben und dass ihr am Ende dann eben euer Risiko wirklich unter Kontrolle habt, um dann eben auch bei schönen Gewinntrades dann eure Verlusttrades locker aufholen könnt und hier am Ende dann auch Performance generieren könnt. Und am Ende dann auch im Gewinn landet. Schauen wir als allererstes auf den DAX. Wie gewohnt als erstes immer auf den DAX. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsmarkt. Wir hatten hier, wie ihr wisst, dann in der vorletzten Woche, Donnerstag, Freitag schon etwas stärkere Abgaben. Dann kam der Montag mit einer sehr, sehr starken Abwärtsbewegung hier nach unten. Gerade auch die US-Märkte haben ja Dow Jones, S&P wirklich sehr, sehr stark am Montag abgegeben. Dann kam am Dienstag nochmals neue Bewegungstiefs, aber dann wieder eine Rallye nach oben. In dieses Ausbruchsniveau, wo wir am Freitag dann der vorletzten Woche dann eben geschlossen haben, dann hat der Markt es tatsächlich geschafft, diese lange Reise nach oben relativ zügig wieder zurückzufahren, um dann am Mittwoch und Donnerstag erneut leichte Abgaben zu haben. Freitag dann auch nochmal erstmal die Abwärtsseite, aber dann zum Ende des Handelstages, zum Nachmittag dann in den USA oder zum Abend eben bei uns, dann auch relativ zügig nochmals hier eine kleine Rallye nach oben anzutreten. Da schauen wir auch auf den kleineren Zeitebenen mal an. Also wir hatten hier Montag wirklich diese starken Abgaben, Dienstag dann eben die Rückreise wieder in dieses Ausbruchsniveau vom Montag. Da hielten wir uns dann auch eine ganze Weile auf. 450, 12.450 war hier so ein Unterstützungsniveau in der Woche, was jetzt für die kommende Woche auch definitiv ein interessanter Bereich wird. Der Bereich 12.400 bis 12.450, das wird für die kommende Woche mein richtungsentscheidender Bereich werden. Und zwar, wenn wir da drunter bleiben, wenn der Markt eben unter diesem 12.450er Bereich bleibt, ich markiere das mal, ja, das ist der Bereich hier, wo wir uns dann wirklich erstmal unterstützend aufgehalten haben, mehrfach gegen sind, wieder nach oben sind und dann eben letztendlich den Ausbruch nach unten gefunden haben. Das alles darunter, alles, was sich unter diesem Bereich eben in der kommenden Woche aufhält, wird für mich persönlich nach wie vor Tendenzen auf der Abwärtsseite im Prinzip innehaben. Sprich, ich schaue mir den Markt an, wo sind die jeweiligen Tageseröffnungskurse, wo sind die jeweiligen Schlusskurse des Vortages und schaue dann, wie sind die Tagestendenzen. Sind wir hier entweder dann in einem Erholungstag oder dann eben auch laufend an entsprechende Widerstände ran, um hier dann erneut die Abwärtsseite zu handeln. Und ich zeichne das mal ein, was so mögliche Szenarien hier für die Abwärtsseite wären. Ja? Also, wenn der Markt, muss ich kurz gucken, wo hier mein Pfeil ist, da sind wir. Also, wenn der Markt, wir haben ja schon wirklich von den Tiefs hier am Freitag enorm Gas gegeben nach oben. Das könnte sich natürlich nach oben auch nochmal so ein bisschen weiterführend hier ausprägen.
Somit wäre hier der nächste Widerstandsbereich, die Marke von 12.300 bzw. knapp darüber. Das wäre hier zum Beispiel eine Überlegung in diesem Bereich von mir, dann eben zu schauen, ob man die Abwärtsseite erneut handelt. Auch eine Erholung in diesem Niveau, in dieses Niveau 12.400 ist definitiv denkbar, um dann gegebenenfalls hier die Abwärtsseite wieder zu handeln. Auch eine Reise direkt weiter nach unten ist denkbar, um dann eben zu schauen, wenn der Markt nach unten läuft, vielleicht an das Unterstützungsniveau sich dann erholt, um dann die Abwärtsseite weiter zu handeln. Denn ich denke, es ist nicht zwingend auszuschließen, solange wir unter diesem Bereich bleiben, dass wir auch diese Bewegungstiefs hier unten von den Vortagen, von der letzten Woche eben definitiv nochmal angreifen können. Und das können wir uns hier nochmal anschauen. Also der Bereich um die Marke unter 12.000, knapp unter 12.000 Zähler hier, ich zeichne das mal ein. Wir hatten ja hier im Bereich 11.680 dann die Tiefs und wir sind durchaus, es ist durchaus denkbar, eben unter die 12.000 hier wieder zu rutschen, um dann die Reise hier Richtung 11.700 erneut anzutreten. Und wenn wir erneut Druck auf die Märkte bekommen, dann sind hier neue Bewegungstiefs nach unten definitiv nicht auszuschließen. Es kann natürlich sein, dass wir von den Volatilitäten, die aktuell sehr, sehr stark sind, wieder etwas zurückfahren und der Markt sich in diesem Bereich hier so ein bisschen auspendelt. Aber das reicht uns im Daytrading locker aus, um trotzdem hier schöne Bewegungen mitzunehmen, weil man darf nicht vergessen, der Bereich 12.400 bis zu diesem Tief 11.700, das sind ja immerhin 700 Punkte. Ja, und in diesem Schwankungsamplitude, in dieser Schwankungsamplitude ist es definitiv denkbar, an den entsprechenden Punkten dann auch in Richtung der nächsten Unterstützungen zu handeln. Immer schauen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich passt. Man muss aktuell auch im Daytrading die Stops etwas größer setzen. Das ist quasi fast Pflicht, wenn man jetzt hier bei diesen größeren Schwankungen eben handeln möchte. Aber das wäre so prinzipiell erstmal die Herangehensweise, unter dem Bereich 12.400, 12.450 weiterhin nach Short-Szenarien Ausschau zu halten. Sollten wir diesen Bereich jedoch nach oben nachhaltig wieder durchstoßen können, und da waren wir ja schon auch in der vergangenen Woche mal, sollten wir den Bereich hier nach oben durchstoßen können, dann wird die Aufwärtsseite interessant. Nichtsdestotrotz ist auch in diesen Bereichen weiterhin die Abwärtsseite interessant, aber ich würde mir hier durchaus dann gegebenenfalls auch schon mal Szenarien auf der Aufwärtsseite irgendwo raussuchen, um dann in den nächsten Bereich 12.850 gegebenenfalls zu handeln, beziehungsweise an entsprechenden Widerständen. Die sind jetzt alle hier nicht zwingend eingezeichnet, da müsste man dann nochmal detailliert schauen. Das machen wir natürlich dann im DAX Long oder Short am Morgen immer, beziehungsweise auch in der US Opening Bell dann immer am Nachmittag, wo wir dann für den aktuellen Tag schauen, okay, wo könnten hier Bereiche sein, wo der Markt eventuell dann auch Potenzial für die Abwärtsseite irgendwo hätte, beziehungsweise dann gegebenenfalls sogar für die Aufwärtsseite. Denn nach wie vor ist es nicht auszuschließen, wenn der Markt sich doch weiter erholen sollte. Auch die US-Indizes sind am Freitag, erst nachdem sie nochmal doch relativ stark dann auch wieder auch abgegeben haben, wirklich in einer Rallye, das schauen wir uns gleich dann auch an, dann wieder gestiegen. Und wenn diese Erholung etwas ausgeprägter ausfällt, dann ist es eben durchaus denkbar, 12.850. Und nach wie vor ist der Bereich 13.000, der wirklich so eine magnetische Wirkung hat für den DAX, auch in den letzten Monaten immer so eine magnetische Wirkung hatte, ist es nicht auszuschließen, dass der Markt auch in diesem Bereich wieder zurückläuft. Und das sind jetzt aus dem aktuellen Kursniveau natürlich noch um die 800 Punkte. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten in der vergangenen Woche, beziehungsweise diese Kernabwärtsbewegung hier, die ist ja auch schon relativ groß. Wenn man sich das auf dem Tageschart nochmal anschaut, haben wir immerhin von den Hochs 13.500 bzw. knapp 13.600 hier oben oder 13.600er Bereich runter in den Bereich unter 12.000. Ja, das sind ja fast 2.000 oder sind um die 2.000 Punkte, die wir hier auf der Abwärtsseite, das ist schwachsinnig, was ich gerade sage, das sind um die 1.000 Punkte, die wir auf der Abwärtsseite hier abgerissen haben. Somit ist es durchaus denkbar, dass wir natürlich diesen Weg dann auch erstmal wieder zurücknehmen. Nicht zwingend vielleicht für die kommende Woche, aber Aufwärtstendenzen hier sind dann auch denkbar und ich würde mir dann die Aufwärts- und die Abwärtsseite vornehmen, um dann entsprechend an Unterstützungen gegebenenfalls zu kaufen oder an Widerständen zu verkaufen. Alles unter 12.400, 12.450, primär mehr auf der Abwärtsseite, und nur die Long-Seite würde dann über 13.000 interessant werden. Aber das sehe ich jetzt für die kommende Woche nicht zwingend, sondern erstmal sind wir unter 12.400, 12.450. Also wird für mich hier im DAX erstmal dann auch die Abwärtsseite
Wertseite nach wie vor interessant sein und man sollte auch hier entsprechend dann den Trendvorteil nach wie vor eben auf der Abwärtsseite haben, was eben für Abwärtsszenarien spricht. Schauen wir uns den Dow Jones an. Wir hatten ja im Dow Jones ebenso starke Abgaben und wenn man sich hier mal diesen Bereich anschaut, von den Hochs im Bereich 26.700 bis zum Tief 23.100. Eine enorme Bewegung, die wir hier absolviert haben und dann auch wieder die enorme Bewegung zurück hier in dieses Niveau, wo wir Ende 2017 den Markt im Prinzip geschlossen haben, beziehungsweise wo der Markt dann seinen Schlusskurs für 2017 fand, wo wir den Eröffnungskurs für 2018 hatten. Dann hatten wir auch 2018 im Januar nochmal diese Rallye und wir haben hier dann primär diese 2018er Bewegung auf der Long-Seite dann wieder zurückerobert und dann auch nochmal ein Stück in den Bereich des Gewinns von 2017, sind dann wieder in diesen Bereich zurückgelaufen, kurz drüber und haben dann hier auch Mittwoch und Donnerstag die Abwärtsseite wieder angetreten, Freitag dann eben auch erst die Abwärtsseite und dann aus dem Bereich 23.400 bis zum Schlusskurs dann 24.000 knapp unter 200 die Rückreise nach oben wieder angetreten. Auch im Dow Jones nach wie vor, hier würde ich den Bereich 24.800 so als richtungsentscheidende Marke erstmal ansehen. Wobei wir natürlich hier definitiv 23.400 von diesem Unterstützungsniveau bis hierauf 24.700 auch eine enorme Bewegung, eine enorme Schwankungsamplitude haben. Hier auch wieder ganz stark darauf schauen, wo sind die Tageseröffnungskurse, wo sind Schlusskurse, wie sind dann eben entsprechend die Tagestendenzen. Um natürlich, wenn der Markt anfängt wieder zu bröckeln und das merkt man ja, wenn wir eben dann zum Beispiel neue Tagestiefs machen oder eben Vortagestiefs durchstoßen nach unten oder eben an wichtige Widerstände ranlaufen, dann ist es hier eben nach wie vor interessant, die Abwärtsseite im Dow Jones dann auch zu handeln. Alles, was unter dem Bereich 24.800 ist, wäre oder würde von meiner Seite, von meiner Herangehensweise eben erstmal dafür sprechen, dass man nach wie vor die Abwärtsseite versuchen kann. Sollten wir wirklich die Kraft hier auch im Dow Jones wieder zurückfinden oder sollte die Kraft zurückkommen, über diesen Bereich 24.800 zu steigen, dann wird hier dann auch die Aufwärtsseite wieder interessanter, wobei ich hier im Dow Jones durch diese starke Schwankungsamplitude, ich nehme hier mal blau, natürlich dann auch in diesem Bereich eben schauen kann, wenn wir eben nochmal runterkommen, ist es erstmal prinzipiell definitiv denkbar, dass wir auch im Dow Jones neue Bewegungstiefs ausbauen. Das muss man erstmal auf dem Schirm haben. Aber wenn wir entsprechend Bereiche finden, wo der Markt anfängt, irgendwo stehen zu bleiben, eine Seitwärtsbereich, Seitwärtsbewegung ausbauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier zurücklaufen, ja, und dann läuft der Markt vielleicht dann eben einen kompletten Tag, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, diese kleine Seitwärtsphase, da sollten wir hier eine Seitwärtsphase ausbauen. Und dann hat man hier eine obere Begrenzung, eine untere Begrenzung. Dann ist es zum einen dann interessant, die Abwärtsseite zu handeln, wenn wir diese untere Begrenzung durchstoßen. Ja, das ist nur so eine Überlegung, auf was für Szenarien ich mich dann zum Beispiel vorbereite, dass man dann eben die Abwärtsseite handelt. Sollte allerdings der Markt es zum Beispiel schaffen, dann aus so einer Aufwärtsseite hier nach oben den Ausbruch zu schaffen, zeichne ich mal im Hellgrün ein. Also wenn der Markt dann die Aufwärtsseite nach oben verlässt, dann nochmal diesen Bereich zum Beispiel testet, dann sind hier definitiv auch mal antizyklisch, muss man wirklich ganz klar sagen, antizyklisch, aber ebenso auch mal Long-Bewegungen denkbar, weil der Dow Jones hat aktuell eine enorm hohe Schwankung und mehrere hundert Punkte Bewegung am Tag sind denkbar und dann ist es natürlich auch relativ interessant, auch dann eben mit Stops. Ich hatte zum Beispiel am Freitag einen Stop, der war knapp 100 Punkte groß, aber man hat dann eben auch das Potenzial, 300, 400 Punkte, 500 Punkte mitzunehmen mit so einem Trade und mein Trade war dann mit 100 oder knapp 100 Punkten Stop, zwischenzeitlich um die 400 Punkte im Plus, ja, und habe mir dann eben 300 Punkte, gute 300 Punkte von dieser Bewegung dann schon abgesichert und dann kam eben diese Aufwärtsbewegung am Freitagabend wieder nach oben und dann hat es mich hier mit 300 Punkten dann eben aus dem Markt rausgekegelt und man hat trotzdem ja ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Also nach wie vor dann etwas höhere Stops, aber die Chancen auf der Aufwärtsseite sind ja dann nach wie vor da, also könnte man hier mit dem Blick darauf, dass man größere Stops setzen muss, definitiv auch antizyklisch
mal die Aufwärtsseite handeln, was ich erstmal im DAX unter der 12.450, wie ich es eben gesagt hatte, nicht machen würde, wäre es hier im Dow Jones durchaus denkbar, auch mal antizyklisch die Aufwärtsseite vorsichtig zu handeln. Sollte man allerdings merken, dass das nicht so funktioniert, dass der Markt vielleicht zwar hoch geht, aber ohne Druck zum Beispiel immer wieder stark zurückkommt, um dann wieder ein neues Bewegungshoch auszubauen, dann sollte man das sein lassen. Also er sollte einem dann schon zeigen, wenn man das versucht, dass der wirklich auch dann mal so ein bisschen Bewegung auf der Aufwärtsseite ausbaut. Sollten wir allerdings eben merklich dann wieder unter Eröffnungskurs, unter Schlusskurs sein von dem jeweiligen Tag, dann nach wie vor die Abwärtsseite und eben schauen, ist es durchaus denkbar, dass wir den Bereich 23.100 hier wieder angreifen, beziehungsweise alles, was da drunter kommt, kann dann erneut relativ zügig auf der Abwärtsseite vonstatten gehen. Da ist der Bereich 22.000 im Endeffekt dann auch gar nicht mehr so weit weg. Das muss vielleicht nicht für die kommende Woche sein, aber wenn wir uns das eben hier vielleicht mal auf dem Wochenchart anschauen, schaut mal, diese wirklich sehr, sehr steile Aufwärtsbewegung hier im Dow Jones, da sind kaum nennenswerte Unterstützungsniveaus zu finden. Ja, wenn man hier eben schaut, können wir mal einzeichnen, diese Tage oder diese Wochen hier, die sind wirklich sehr, sehr stark. Man findet, wenn dann nur auf Tageschart oder auf dem 4-Stunden-Chart entsprechende Unterstützung. Wenn man sich hier den Wochenchart anschaut, dann kommen hier wirklich kaum nennenswerte Unterstützung. Und wenn wir dieses Tief hier nach unten nochmal durchbrechen, dann ist es eben denkbar, 22.100, dass der Markt dann auch etwas längerfristig betrachtet weiter nach unten kommt. Generell für diese Aufwärtsbewegung wäre das ja auch noch kein Beinbruch. Das ist natürlich eine starke Korrektur, auf der wir jetzt erstmal auf kurzfristiger Ebene dann definitiv auch auf der Abwärtsseite unterwegs sein wollen. Aber nichtsdestotrotz können wir in der nächsten Wochenanalyse mal schauen, was die Woche gebracht hat. Sollten wir ein Stück weit tiefer sitzen, ist es ebenfalls wieder denkbar, dass man dann auch antizyklisch die Long-Seite auch wieder mit in Betracht zieht, entsprechend dann der Tagestrends. Also im Dow Jones prinzipiell beide Seiten denkbar mit Blick auf die Tagestrends. Prinzipiell sind wir nach wie vor unter diesem Schiebezonenbereich hier. Das war die Marke um die hier, wenn man rechts denn guckt, 24.800, das ist so der Mittelbereich. Alles darunter ist schon von der Kerntendenz weiter abwärts und wer eben nur defensiv handelt, sollte sich entsprechend dann hier drunter auch nur auf Abwärtsszenarien irgendwo vorbereiten. Und sollten wir dann hier wieder drüber kommen, dann wird die Aufwärtsseite etwas interessanter und gegebenenfalls kann es dann hier auch in diesem Bereich 25 bzw. 26.000 dann auch wieder hochgehen. Aktuell bei den Schwankungen nichts unmöglich. Ja. Schauen wir dann uns den S&P an. Da sieht das Bild ja ähnlich aus. Wenn wir uns hier die Woche mal anschauen, ja, dann haben wir natürlich hier zwei Wochen lang massive Abgaben gehabt. Ja. Aber auch hier, wenn wir uns das Bild etwas größer ziehen, dann ist hier im Verhältnis zu der generellen Aufwärtsbewegung, ist diese Abwärtsbewegung, die jetzt zwar schnell vonstatten ging, ja, aber da ist hier nach wie vor das Verhältnis Aufwärtsbewegung zu den zwei Wochen Abwärtsbewegung immer noch relativ zu sehen. Ja. Auch hier natürlich nach wie vor auf dem kurzfristigen Bereich, aus kurzfristiger Ebene, wirklich auch nach wie vor, ähnlich wie im Dow Jones eben beschrieben, die Abwärtsseite interessant. Wir haben unter dem Bereich, zeichne ich mal hier nochmal kurz ein, wir haben hier unterhalb dieses Bereichs, unterhalb dieser Schiebezone, der hier die Marke, müssen wir mal kurz gucken, Moment, na, wenn man hier sich die Mitte nimmt und hier mal den Strich nach drüben zieht, dann ist das hier zwischen 2600, 2700, also der Bereich um die Marke 2680, 2690, das ist so hier dieses Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveau. Alles, was da drunter ist, könnte man eben aus defensiver Sicht wieder abwarten, dass der Markt entsprechend an Widerstände ranläuft, schauen auf kleineren Zeitebenen, dass hier gegebenenfalls dann erneut die Abwärtsseite irgendwo interessant wird. Das wären die größeren Bewegungen, wo man dann drauf abzielt oder dass direkt am Montag der Markt auf der Abwärtsseite ein bisschen Gas aufnimmt. Warten wieder am Montag natürlich US-Märkte, 15.30 Uhr geht hier die Kernbewegung erst los und dann eben schauen auch hier, wo sind die Tageseröffnungskurse, halten wir uns unter diesen Tageseröffnungskursen auf, beziehungsweise dann eben auch entsprechend über oder unter dem am Montag Freitagsschlusskurs und dann natürlich jeweils am Dienstag dann Montagsschlusskurs, am Mittwoch Dienstagsschlusskurs, ja, halten wir uns da drunter auf oder da drüber, um dann eben zu versuchen, die Tagestendenzen abzuschätzen, auch hier wieder mit größeren Stops arbeiten, auch hier ist die Schwankung aktuell enorm hoch, man sieht das hier im Prinzip auf dem Tageschart auch unten mit dieser ATR, die war vorher, wenn wir uns hier mal den Stift wieder kurz nehmen,
Die war vorher hier unten, ja, dieser ganze Bereich, der ist eben relativ gering gewesen, ja. Und dann hatten wir laufend dann eben mit dieser Abwärtsbewegung hier, dann ging das so leicht los und dann auf einmal hier diese starke dieser starke Volatilitätsansprung. Und den haben wir aktuell. Wir sind auf sehr, sehr hohem Niveau hier oben von der ATR. Was da bedeutet, dass auch in den kommenden Tagen natürlich mit hoher Volatilität zu rechnen ist. Sie könnte langsam wieder zurückkommen, das ist nicht unwahrscheinlich, aber nach wie vor ist auch hier hohe Volatilität wahrscheinlich und somit sollte man hier auch mit höheren Stops arbeiten. Und das dann bedeutet, dass dann auch Widerstände und Unterstützungen gegebenenfalls ein Stück weiter auseinander sein müssen. Da schauen wir ebenfalls dann hier primär natürlich zu der US-Opening Bell dann immer nachmittags drauf, wo dann hier eventuelle Kernszenarien aufgebaut werden können. Nach wie vor habe ich hier als großes Bild unter diesem Schiebezonenbereich hier, nehmen wir uns nochmal das Kreuz, können wir das rechts uns nochmal anschauen. Ja? Also der Bereich 26.080, das ist hier so die Mitte bis 26.090. Alles, was hier nicht 26, sondern 2680, 2690. Alles, was hier drunter ist, erstmal primär defensiv Abwärtsseite, aggressiv, ähnlich wie im Dow Jones, könnte man eben schauen, ob man hier die antizyklische Long-Seite dann vielleicht auch mal erwischt, je nach Tagestrend. Das wäre so die grobe Überlegung für für den S&P hier. Auch hier, wie gesagt, große Stops, größere Stops, nicht große Stops, größere Stops, aber es sind auch größere Bewegungen denkbar. Man hat hier eben dann entsprechend trotzdem schöne Möglichkeiten, Chance-Risiko-Verhältnisse, Trades mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis aufzubauen und wie gesagt, Bewegungstiefs, neue Bewegungstiefs auch im S&P hier definitiv als realistisch einzuschätzen. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar. Der Euro-US-Dollar, müssen wir ja erstmal schauen, hat ja in der vergangenen Woche auch wie angenommen abgenommen. Ja? Also ist hier in dieses Unterstützungsniveau reingegangen. Und ich hatte ja auch gezeigt, dass es eben für den Euro-US-Dollar gegebenenfalls wirklich schwierig wird, durch diese Schiebezone hier von Anfang Januar wirklich mit Schmackes durchzugehen. Wir hatten zwar Mittwoch hier schon eine schöne Bewegung drin, aber dann Donnerstag, Freitag zwar immer wieder auf der Abwärtsseite die Versuche, aber relativ zügig wieder der Rückkauf hier in dieses zwar schon noch immer tiefe Niveau, aber nichtsdestotrotz hat der Markt es eben nicht geschafft, hier nachhaltig durchzugehen. Für die kommende Woche im Euro-US-Dollar somit trotzdem erstmal noch nach wie vor auch die Abwärtsseite interessant unter dem Bereich 1,2320 Pi mal Daumen, was diese Schiebezone hier ist, beziehungsweise dieser Widerstand. Der ist jetzt für mich persönlich für die kommenden Woche der interessante Bereich. Alles darunter würde ich immer noch vorsichtig auf der Abwärtsseite handeln. Auch hier so ein bisschen der Blick auf die Indizes, weil primär sieht man ja hier, dass auch der Euro-US-Dollar mit den Indizes abgegeben hat. Und sollten hier die Indizes auf der Abwärtsseite erneut Druck aufbauen können, dann ist es auch für den Euro-US-Dollar denkbar, dass wir uns in den nächsten Bereich, in den nächsten Unterstützungsbereich hier um die Marke von 1,2060 bzw. knapp darunter. Das sind denn die Hochs hier direkt von Anfang Januar, dass dann der Euro-US-Dollar gegebenenfalls auch hier die Schwäche auf der Abwärtsseite ausbauen kann und es denkbar ist, dass wir zumindest neue Bewegungstiefs hier ausbauen. Somit hier auch immer nach Rückläufern, auch hier wieder schauen, wo sind die Tagestendenzen. Durchaus für mich dann eben erstmal wieder die Abwärtsseite interessant. Sollten wir jedoch, dazu mache ich hier auch mal wieder die Zeichnung, sollten wir jedoch auch hier nachhaltig, Moment, über dieses Niveau hier steigen können, also hier rüber gehen, ja, erstmal generell die Abwärtsseite immer wieder interessant an den entsprechenden Widerständen. Sollten wir allerdings hier die Kraft wieder nach oben finden, dann wird der Euro-US-Dollar für mich erstmal uninteressant. Ich würde hier nicht sofort die Aufwärtsseite favorisieren wollen, beziehungsweise auch in diesem Bereich, das ist hier wirklich so eine Schiebezone, wo der Euro-US-Dollar relativ unsauber ist. Da wäre der Euro-US-Dollar für mich erstmal uninteressant. Da gucken wir gleich in der Analyse vom britischen Pfund, da wird der dann wirklich interessanter, weil einfach dort die Bewegungen aktuell sauberer sind. Der tendiert genauso jetzt nach unten wie der Euro-US-Dollar und der tendiert dann natürlich auch wahrscheinlich wieder ein bisschen sauberer nach oben, wenn wir hier wieder ein bisschen Stärke reinkriegen, weil der Euro-US-Dollar dann hier wirklich viele Bereiche hat, wo er dann wieder abprallt. Die Gefahr einer Seitwärtszone ist relativ groß und wir haben dann in dem Bereich 1,2660 wirklich einen sehr, sehr starken Widerstand.
bedeutet zwar, dass der Weg nach oben schon erstmal auch noch gegeben ist, aber für mich erstmal unter dem Bereich 1,2320 die Abwärtsseite mit dem Gedanken, dass wir hier gegebenenfalls die Tiefs der Vorwoche angreifen, beziehungsweise dann eben neue Bewegungstiefs ausbauen könnten. Alles, was über dem Bereich 1,2320 ist, erstmal vorsichtig, bedarf dann auch einer neuen Analyse, werden wir uns dann in der US Opening Bell entsprechend dann nochmal anschauen. Und gucken, ob man dann für den Euro-US-Dollar hier irgendwelche Szenarien formulieren kann. Aber aktuell mit dem Blick auf die kommende Woche wäre alles, was da drüber ist, für mich erstmal mit großer Vorsicht verbunden. Ja? Schauen wir mal dazu auf den britischen Pfund. Und da sehen wir, dass hier wirklich teilweise sauberere Bewegungen in der vergangenen Woche vollzogen werden konnten. Ja? Wir hatten hier zwar dann eben mit der Bank of England Zinsentscheidung mal kurz so einen Ausreißer nach oben, aber auch da waren die Verkäufer dann relativ schnell wieder da und der Markt sackte ab und kam dann zum Freitag hier mit wunderbaren neuen Bewegungstiefs in den Markt, oder der Freitag war dann hier wunderbar negativ und man konnte auch hier im britischen Pfund dann die favorisierte Abwärtsseite relativ gut umsetzen, auch immer wieder mit diesem Widerstandsbereich hier knapp unter der 1,40er Marke, der in der vergangenen Woche wirklich sehr, sehr interessant war, die Abwärtsseite. Und auch hier, schaut mal, diese Aufwärtsbewegung hier sehr, sehr sauber, ohne großartige Rücksetzer. Hier kommt nicht so viel Widerstand. Also auch hier die Abwärtsseite unter der 1,40 nach wie vor aktiv, mit dem Gedanken auch hier, dass der Markt definitiv die Möglichkeit hat, hier neue Bewegungstiefs auszubauen in den 1,36er Bereich. Weil das ist aktuell so der Hauptwiderstand dann, der als nächstes kommt. Sicherlich kann hier zwischendurch auch der Markt immer mal wieder abprallen, aber fürs Big Picture ist hier die Abwärtsseite unterhalb der 1,40er Marke weiterhin interessant. Und wenn wir hier drüber laufen, wenn wir hier wirklich dann Stärke finden sollten, wie es eben auch in der Analyse vom Euro-US-Dollar dann erwähnt, sollten wir hier Stärke finden, dann könnte es im britischen Pfund gegebenenfalls interessanter sein, hier vielleicht auch relativ zügig dann wieder in Richtung Aufwärtsseite zu tendieren, hier vielleicht dann auch den einen oder anderen Long Trade irgendwo zu formulieren, trendfolgend dann. Ja, weil hier kommt zwar natürlich dann auch ein Widerstand, aber wenn wir dieses Ding brechen, wenn der Markt wirklich Stärke hat, dann ist das dieser Widerstand hier vielleicht uninteressant oder etwas uninteressanter und wir würden hier etwas sauberer auf der Aufwärtsseite eventuell moven können. Somit, wenn man den Euro-US-Dollar kaufen möchte, würde ich hier eben empfehlen, vielleicht sich den britischen Pfund ein bisschen stärker anzuschauen, um dann eben eventuell Käufe in diesem Markt umzusetzen, weil direkt würde ich es wahrscheinlich, wenn ich nur den britischen Pfund mehr analysiere, dann auch hier gegebenenfalls ein bisschen eher favorisieren. Das heißt nicht, dass ich sofort hier über dem 1,40er Bereich bzw. über dem markierten Widerstand hier sofort kaufe, klar, aber da wäre es durchaus denkbar. Aktuell befinden wir uns allerdings ja unter diesem Widerstandsniveau. Aktuell ist hier auch die Abwärtsseite weiterhin interessant und ich würde mir hier gegebenenfalls an den entsprechenden Widerständen beziehungsweise mal schauen, wenn der wirklich relativ zügig durch die Vorwochentiefs hier unten rutscht, dann eben zu schauen, ob man eben je nach Uhrzeit dann entsprechend hier vielleicht so einen Ausbruch dann mal antizipiert und ein bisschen aggressiver hier dann eben vielleicht auch mal so einen Ausbruchstrade macht in Richtung 1,36. Das ist jetzt hier durchaus denkbar im britischen Pfund. Schauen wir aufs Gold. Dafür machen wir den Chart erstmal wieder aktiv. Gehen mal aufs Gold. Gold ist auch aktuell abwärts tendiert. Wir hatten in der vergangenen Analyse die 1335er Marke. Das ist hier diese Linie, dieser Bereich mit diesen zwei Linien relativ eng. Den hatten wir erstmal als Kernwiderstand bzw. Kernunterstützung lokalisiert, wo ich gesagt habe, alles über 1335 ist tendenziell eventuell wieder aufwärts tendierend mit der Kernaufwärtsbewegung hier seit Ende letzten Jahres, dass man eben sagt, okay, wenn der Markt sich hier drüber weiterhin aufhält, ist es eben durchaus denkbar, auch immer mal wieder den einen oder anderen Kauf zu fahren, mit dem Ziel, dass der Markt Richtung 1350, 1358 wieder laufen könnte. Dann sind wir in der vergangenen Woche, nachdem wir hier ein paar Mal hin und her gependelt sind in diesem Niveau, ja, und ich da auch zwei Fehltrades produziert habe, weil das einfach wirklich so ein Hin und Her war um die 1335er Marke, ist ja dann aber irgendwann merklich darunter gegangen und dann haben sich hier diverse Szenarien ergeben, auf der Abwärtsseite zu handeln und man konnte hier auch den einen oder anderen Trade wunderbar auf der Abwärtsseite umsetzen. Aktuell
sind wir natürlich jetzt schon wieder etwas merklicher, etwas eindeutiger, erstmal abwärts tendierend. Wir haben hier einen neuen Bereich, der so nicht unwichtig ist für die kommende Woche, 13,20. Also alles unter 13,20 weiterhin auf der Abwärtsseite. Weiterhin möglich, dass wir neue Bewegungstiefs nach unten hier ausbauen. Auch hier der Blick auf die Indizes, weil man sieht, dass das Gold auch mit den Indizes nach unten gekommen ist. Natürlich mit Abstand. Mit Abstand nicht so stark wie die Indizes, aber wir haben die Tendenz ähnlich. Und wenn hier eben weitere Abschläge in den Indizes möglich sind, ist es durchaus denkbar, dass wir hier eben auch neue Bewegungstiefs ausbauen. Sollten wir über 13,20 gehen, ist die Abwärtsseite erstmal noch nicht vom Tisch. Ich würde trotzdem an den Widerständen hier schauen, ob man den einen oder anderen Verkauf fährt. Bis in den Bereich 13,35 kommen wir hier wirklich wieder zurück, was ich aus aktueller Sicht erstmal nicht so sehe, aber sollte es dennoch eintreten, dann wird ab 13,35 die Abwärtsseite dann wieder uninteressanter und ab 13,35 ist dann die Aufwärtsseite wieder klar. Darunter würde ich definitiv immer hier an den entsprechenden Widerständen, hier unten sogar ein bisschen aggressiver unter 13,20 nach wie vor die Abwärtsseite mir erstmal anschauen wollen. Auch hier wieder, wo ist der Tagestrend bezüglich gucken, wo sind die Schlusskurse vom Vortag bzw. Montag, wo ist der Schlusskurs vom Freitag, wo ist der Tageseröffnungskurs bzw. wo fängt der Markt eben an mit der Kernbewegung sich zu bewegen. Ich schaue hier eben primär dann auch meistens so um die Uhrzeit 8 Uhr, wobei Gold von der Kerntendenz meistens erst so ab 14, 14.30 Uhr loslegt. Da muss man dann mal schauen, wo der Markt dann eben entsprechend dann ab diesem Zeitpunkt dann seine Tendenz dann ausbaut, ob auf der Abwärts- oder Aufwärtsseite, um dann die Tagestrends sich auch so ein bisschen anzuschauen. Aber würde hier im Gold prinzipiell erstmal die Abwärtsseite weiterhin favorisieren, sollten wir, umso höher wir kommen, dann eben ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen defensiver mit Verkäufen werden und alles über 13,35 dann wieder tendenziell etwas klarer auf der Long-Seite, wobei das muss dann auch erstmal wieder passieren, dass wir hier hochrutschen. Gucken wir uns final noch die Ölsorten an, und zwar WTI und Brent Crude. Öl hatten wir in der vergangenen Woche definitiv auch auf der Abwärtsseite analysiert und hatte gesagt, okay, schaut mal, hier haben wir eben eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung ohne nennenswerte Unterstützungsniveaus. Erst hier unten kommen so die ersten Niveaus, die dann wieder Unterstützung bieten können. Folgt man jetzt dieser Abwärtsbewegung, kommt hier erst ein richtig merkliches Unterstützungsniveau im Bereich 55 hier im WTI. Also hier sind auch durchaus denkbar, ist es auch durchaus denkbar, dass wir vielleicht nicht sofort Anfang der Woche, aber klar, warum nicht, dann hier neue Bewegungstiefs ausbauen. Ich würde hier in den Ölsorten, und da schauen wir gleich auch noch aufs Brent, eben prinzipiell dann auch favorisieren, dass sich das die Werte auch etwas erholen, an entsprechende Widerstände ran. Sind wir weiterhin schwach, steigt der Markt gar nicht nennenswert über 60, sondern wird sich hier in diesem Bereich darunter aufhalten, um dann eben weitere Bewegungstiefs auszubauen. Also auf der aggressiven Seite alles, was unter 60 Dollar hier im WTI ist, erstmal nach wie vor schauen, dass man Short-Setups kriegt, mit dem Ziel, dass neue Bewegungstiefs ausgebaut werden. Steigen wir über 60, dann kommen hier, muss man sich nochmal im Detail dann auf den kleineren Zeitebenen angucken, wo hier noch Widerstände sind, aber dann eben auch schauen, hier aber etwas vorsichtiger vielleicht dann an entsprechenden Widerständen die Abwärtsseite zu handeln, weil diese Abwärtsbewegung hier, diese sehr, sehr starke Abwärtsbewegung natürlich auch erstmal so ein bisschen erholender Natur wieder so ein bisschen zurückerobert werden könnte, und jetzt ein Strich, ein weiterer Strich nach unten sehe ich jetzt hier in den Ölsorten erstmal nicht. Also Erholungen, leichte Erholung, um dann zu verkaufen, wäre eigentlich für mich persönlich in den Ölsorten hier ein Muss, ja, dass hier so ein bisschen Erholung eintritt, vielleicht als Überlegung, wenn der Markt am Montag so ein bisschen Pluszeichen hat, dann eben ab Dienstag hier gegebenenfalls wieder die Abwärtsseite so ein bisschen spielen. Aber das ist jetzt nur so eine grobe Vermutung bzw. so ein grober Blick auf den Markt, und ähnlich sieht es dann hier im Brent aus. Das generelle Bild auch hier, wir hatten gesagt, okay, Schiebezone. Wenn wir den Ausbruch nach unten finden sollten, ist die Abwärtsseite interessant. Wir hatten hier dann auch das erste Kernunterstützungsniveau, war hier im Bereich 64 Dollar, beziehungsweise diese komplette Schiebezone hier an der Seite war jetzt im Brent so ein Unterstützungsniveau. Da sind wir jetzt wunderbar reingerutscht. Und hier wird es dann auch interessant, wie verhält sich der Markt, wenn wir, zeichne ich mal ein,
wenn wir durch diese Tiefs hier durchkommen, ja, weil da liegen definitiv von der Aufwärtsseite noch diverse Stops, ja, und wenn der Markt darunter rutscht, dann ist es durchaus denkbar, dass wir hier vielleicht noch so ein bisschen Bewegung nach unten ausbauen können, aber auch hier wäre es interessant, wenn wir an entsprechende Widerstände nochmal steigen, um dann entsprechend an den Widerständen zu versuchen, erstes Ziel Bewegungstiefs und dann eben auch noch nächste Ziele, dass wir hier neue Bewegungstiefs im Prinzip ausbauen nach unten. Das wäre jetzt hier erstmal vom Kernsetup auch in dem Brent Crude, nicht nur im WTI, so die Kernüberlegung, weil wir sind einfach im Gegensatz zu diesem starken Aufwärtstrend jetzt doch auch relativ stark mal auf der Abwärtsseite unterwegs. Wenn man das jetzt noch ein bisschen charttechnisch ein bisschen mehr auspflückt, könnte man hier oben eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausmachen. Ja, das wäre dann hier eine Schulter, das wäre dann hier der Kopf und dann wäre hier die zweite Schulter und dann ist eben der Trend erstmal gebrochen auf der Abwärtsseite und der Markt hat sich nach unten bewegt und das kann sich jetzt natürlich hier auch fortsetzen. Idealerweise durch dieses Unterstützungsniveau jetzt mal kurz Erholung, um dann eben auch hier die Bewegung weiterhin auf der Abwärtsseite zu fahren. Wenn wir hier über 64 steigen, dann wäre ich wieder etwas defensiver auf der Abwärtsseite unterwegs. Man darf dann nicht vergessen, diese letzte Abwärtsbewegung wird dann auch immer weiter wieder zurückerobert, was natürlich dann erstmal auch ein Zeichen von Stärke ist. Und dann hier eben auch in den Ölsorten so ein bisschen drauf schauen, wenn man die Abwärtsseite handelt und man merkt, das funktioniert nicht so, dass man dann natürlich vorsichtiger wird, nicht mehr so aggressiv handelt, ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt. Ja, ich würde jetzt hier nicht aggressiv auf der Long-Seite einsteigen, auch wenn der Markt sich vielleicht am Montag, vielleicht auch noch am Dienstag oder generell eben etwas erholender Natur zeigt. Ja, dann läuft der Markt halt gegen mich. Ich würde hier wirklich auch versuchen, die Abwärtsseite weiterhin handeln zu wollen. Mal schauen, wo wir am Ende der kommenden Woche stehen. Aber ich sehe hier ist schon durchaus als realistisch an, dass wir diese Tiefs hier unten drunter noch rausholen. Und dann wird es halt interessant in dem Bereich, ob wir dann Fahrt aufnehmen. Idealerweise versucht man so eine Bewegung dann auch schon vorab so ein bisschen zu antizipieren, um hier vorher reinzukommen. Wenn der Markt dann direkt durchschießt, ist man dann schon mit dabei. Wenn man eben noch nicht dabei ist, würde ich versuchen, abwarten, wenn wir hier runterlaufen, wie der Markt dann mit diesen Tiefs hier, wenn der da durchgeht, wie der Markt damit umgeht. Meistens, ja, wenn man Pech hat, schießt er natürlich direkt durch, aber meistens zeigt der Markt dann eben, jetzt muss ich noch mal kurz, Moment, den Pfeil noch mal nehmen, läuft der Markt dann eben hier runter, ja. Testet dann nochmal dieses Ausbruchsniveau und man hat dann immer noch die Chance, auf der Abwärtsseite da dabei zu sein. Das ist dann manchmal auf kleineren Zeitebenen der Fall, da muss man dann eben teilweise vor dem Rechner sitzen, dass man sowas dann umsetzt, aber ich bin eben der Primär-Daytrader und sitze natürlich viel vorm Bildschirm, da würde ich mir sowas dann eben anschauen, um dann gegebenenfalls bei dem Retest dann in die Abwärtsseite einzusteigen, wenn ich nicht schon vorher irgendwie relativ günstig, wie gesagt, nach so einem Aufwärtsding hier Erholung und dann, wenn man hier oben in dem oberen Bereich dann schon short ist und man merkt, der baut hier Fahrt auf, dann ist man natürlich schon komfortabel in so einer Position drin und dann kann man hier unten vielleicht sogar überlegen, dann nochmal diese Position etwas aufzubauen, etwas zu pyramidisieren, um dann eben darauf zu spekulieren, dass es weiter nach unten geht. Wenn es dann nicht schief geht, gut, dann wird man eben mit einem kleinen Profit oder plus minus null rausgeschmissen wieder aus der Position. Dann muss man eben schauen, wie man sich neu positionieren kann. Aber wenn so eine Dinger dann gut gehen, ja, und da ist es eben für mich wichtig, dass dann eben erstmal eine Erholung kommt, um einen besseren Einstieg zu haben. Dann ist es halt interessant, wenn man dann hier noch pyramidisiert und das eben geschickt aufbaut, dass man dann eben natürlich einen wunderbaren Profit produzieren kann, wenn wirklich das Öl dann weiter nach unten bricht und hier in die nächsten Unterstützungsniveaus reinläuft. Ne? Das wäre jetzt hier von den Ölsorten prinzipiell mal so eine Kernüberlegung. Also generell merkt ihr, wenn man jetzt die ganzen Märkte sich anschaut, wir sind prinzipiell aktuell in nahezu allen Märkten tendenziell auf der Abwärtsseite unterwegs. Tendenziell muss ich auch sagen, bin ich nach wie vor in allen Märkten auch weiterhin abwärts gestimmt, solange mir der Markt nicht das Gegenteil beweist und eben anfängt wirklich merklich zu steigen, bin ich hier auch nach wie vor gewillt, in allen Märkten dann immer mal wieder die Abwärtsseite zu spielen. Ja, und ich denke mal, dass es auch hier wirklich die ein oder andere Chance auf der Abwärtsseite in allen Märkten geben wird. Ja, also von daher, wir werden das im DAX Long oder Short am Morgen und natürlich in der US Opening Bell dann entsprechend in den Märkten auch durchsprechen und die
entsprechend vielleicht das ein oder andere Szenario formulieren, um dann hier auch zu gucken, wie ich meiner Kernprognose, meiner Kernüberlegung dann folgen kann. Oder wenn man eben merkt, okay, der Markt ist erstmal ein bisschen stärker, dann so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und dem einen oder anderen Markt dann vielleicht auch mal vorsichtig dann irgendwo long zu gehen. Aber generell bin ich mit der Aufwärtsseite aktuell etwas vorsichtiger. Ich wünsche euch gute Trades für die kommende Woche. Ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder bei den entsprechenden Livestreams hören. Bis dahin, good Trades, passt auf, dass ihr Positionsgrößen nicht so hoch fahrt und dass ihr die Stops entsprechend vernünftig setzt. Und die müssen aktuell in vielen Märkten etwas größer sein, weil die Volatilität in vielen Märkten aktuell etwas ansteigend ist. Also arbeitet mit ein bisschen größeren Stops entsprechend, dann gegebenenfalls die Positionsgröße etwas runterfahren. Und dann hat man schon die Chance, hier die ein oder andere Überlegung gegebenenfalls auf der Abwärtsseite dann zu spielen. In diesem Sinne, good Trades, bis zum Montagmorgen. Euer Markus Klebe, bye bye und ciao.